Vertreter. Ich stelle Ihnen mal gerne vor, wie wir hier heute auf dem Podium haben. Und zwar mache ich das in alphabetischer Reihenfolge. Wir begrüßen bei uns Diana Albers, hier in der Mitte, schenkt sich gerade Wasser ein, Schulleiterin Stufe Kindergarten. Ihr Sohn lebt mit dem Asperger-Syndrom. Herzlich willkommen, grossen Applaus für Diana Albers. Sie ist fängt jede Woche auf einem, wir treffen uns fängt jetzt jede Woche auf einem Podium, gell? Sie, Frau Albers, genau. Was ist das? Teletop haben Sie vielleicht gesehen, wo wir auch auf den Anlass hingewiesen haben. Ich begrüße neben mir Yvonne Ferri, sie ist Beirätin. Wir sind jetzt also sozusagen Kolleginnen da. Bei Kindern mit seltenen Krankheiten, Nationalrätin und Präsidentin Stiftung Kinderschutz Schweiz. Ich habe natürlich bei Ihnen auf der Homepage geschaut. Es ist unglaublich, wie viel Engagement das Sie haben, auch im sozialen Bereich. Grossen Applaus, herzlich willkommen. Dann bei uns Marion Heidelberger. Sie ist Vizepräsidentin vom Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz. Selber ist sie Lehrerin für integrative Förderung. Sie hat 3 erwachsene Kinder, wo, so haben sie mir am Telefon gesagt, auch teilweise unter ADHS. Einfach ein bisschen schwierig. Wir kommen nachher noch drauf. Nicole Kohn ist bei uns ganz aussen. Ihr 6-jähriger Sohn, der Samuel, ist mit dem Prader-Willi-Syndrom geboren worden. Sie ist KMSK-Repräsentantin Kanton Aargau. Herzlich willkommen. Und dann bei uns Claudia Oetterli. Sie ist Mutter von 4 Kindern. Beim ältesten Bub, Emmael, hat man nach der Geburt festgestellt, dass er am Niemann-Pick-C-Syndrom, dass er von dem betroffen ist. Ich will immer aus Versehen Leiden sagen, aber ich weiss, ihr habt das gar nicht gern. Also ich reiss mich brutal zusammen. Herzlich willkommen, Frau Oetterli. Wieso hat man das eigentlich nicht gern, wenn man sagt, jemand leidet an diesem Syndrom? Oh. Ja, ist gut gelernt. Ist gut, super, ja. Ja, vielleicht fange ich gerade an. Also, wenn ich meinen Sohn sehe, wenn ihr unseren Sohn seht, der strahlt so viel Glück und Liebe aus. Ja, dann ist er wirkt einfach glücklich. Klar gibt es Momente, wo er leidet, aber die probiere ich ein bisschen abzuschwächen. Aber nein, ich glaube, leiden ist noch zu früh vielleicht in unserem Fall. Das ist es vielleicht. Man ist manchmal als Außenstehend halt auch sehr handicapiert. Also ich gebe mir wirklich Mühe, dass ich da heute auch wirklich die richtigen Begriffe brauche. Dass niemand pickt sehen, dass wir uns vorstellen können, was das bedeutet. Können Sie uns eine kurze Zusammenfassung geben? Ja, also er ist eine Speicherkrankheit und das heisst, er kann gewisse Fettstoffe und Cholesterin in seinen Zellen nicht verarbeiten und das betrifft halt vor allem das Hirn und das Nervensystem, aber auch organisch. Es zeigt sich so, dass gesunde Kinder, wie man es am Anfang halt glaubt und hofft, alles verlieren und das fängt vielleicht an, dass sie stolpern oder sprachlich auffällig werden, vielleicht auch verhaltensauffällig oder in der Schule Lernprobleme zeigen. Es gibt ganz eine grosse Spannweite, aber es führt immer zum Tod durch einen kompletten Zerfall von allen Fähigkeiten oder Verlust. Ja. Wirklich sehr ein schweres Schicksal, wo der Mael damit auf den Weg bekommen und Sie auch. Kommen zu Ihnen. Nein, zuerst zu Ihnen, Frau Kohn. Ihr Kind ist betroffen vom Prader-Willi-Syndrom. Vielleicht können Sie uns auch ganz kurz einen Überblick geben, was das bedeutet. Das Prader-Willi-Syndrom ist ein seltener Gendefekt mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 15.000. Die Säuglinge kommen auf die Welt mit Muskelhypotonie und einer Trinkschwäche. Und die Symptome, die sich dann später zeigen, sind fehlende Muskelmasse, also ein Drittel weniger Muskelmasse wie Kinder in dem Alter. Und dadurch halt auch Eingeschränkungen in der Bewegung und alles viel langsamer und weniger Kraft. Dann ein fehlendes Sättigungsgefühl, wodurch es auch zu richtiger Esssucht kommen kann, also mit ungenießbarem Essen, gefrorenes Essen, Müllessen. Im schlimmsten Fall dann ein Wachstumshormonmangel, wo man jeden Tag eine Injektion geben muss, Wachstumshormon, damit wir normal groß werden, die Kinder. Sprachprobleme auch oft, weil die Muskelmasse ja auch im Mund fehlt. Und Verhaltensauffälligkeiten. Und
Ja, ich glaube, das war jetzt so das gröbste Mal. Es langt auch, wirklich. Also danke vielmals für den Einblick. Diana Albers, ihr Sohn ist mit dem Asperger-Syndrom auf der Welt. Ich habe den Eindruck, das sei jetzt nicht so selten. Habe ich auch gehabt, bis ich ihn auf der Liste gefunden habe, von den seltenen Krankheiten. Aufgrund von der Häufigkeit geht es noch runter. Ich habe das, wie gesagt, lange auch nicht gewusst. Und vielleicht noch schnell einen Einblick in die Krankheit. Ja, es ist in dem Sinn ja keine Krankheit, jetzt, wo noch ins Organische hineingeht, wie jetzt bei den anderen Fällen. Es ist eine Form von Autismus. Es wird in letzter Zeit häufiger diagnostiziert als früher. Darum hat man vielleicht auch den Eindruck, es ist gar nicht so selten. Symptome sind vor allem im sozialen Bereich. Also vieles, wo man das Gefühl hat, das Kind kann es lernen oder es müsste es können, können es eben nicht. Es fehlt an Fertigkeiten, die wir haben, die es einfach nicht haben, wie eben Einfühlungsvermögen, sich anpassen können, Flexibilität, plus auch körperlich gewisse Symptome. Also er ist sehr hypoton von den Muskeln her. Braucht auch diverse Therapien wegen dem. Ja, und es kommt ganz viel dazu. Die Symptomatik ist sehr vielfältig, also bei jedem Kind wieder ein bisschen anders. Mhm. Aber es sind vor allem die sozialen Sachen, die ins Gewicht fallen. Auch, ja. Noch ganz schnell bei Ihnen nachfragen, Frau Heidelberger. Sie haben gesagt, ich habe gesagt ADHS und Sie haben gesagt, schwierig. Einfach, dass wir auch wissen, mit was das Sie, worüber Sie sich Gedanken machen im Alltag, nicht nur als Schulleiterin oder als Lehrerin, sondern auch vom Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch als Mutter. Ja, schwierig im Sinn von, ich weiss, wie es ist, wenn man als Mutter 10 Leute gegenüber sitzt, irgendwo in einem Gespräch, wo es darum geht, dass man zum 7. Mal hört, wie schwierig das Kind ist in der Schule und wie mühsam das es ist mit dem Kind in der Schule und so. Und einfach so ein bisschen die Ohnmacht dann auch diesen Leuten gegenüber und irgendwie weiterzukommen, Lösungen zu suchen. Das ist so ein bisschen der Teil, den ich finde schwierig. Ich finde, meine Kinder sind nicht schwieriger als andere. Sind alle Kinder haben da irgendeine Herausforderung, alle bringen einmal Grenzen, immer wieder. Das spielt gar keine Rolle, wie die zwei sind. Das meine ich mit schwierig. Mhm. Ja. Mhm. Wir reden ja heute, ich komme dann nachher noch gerade zu Ihnen, Frau Ferri, bleiben wir noch bei der betroffenen Familie. Wir reden heute über Integration versus Ausgrenzung und zwar vor allem in Bezug auf Kindergarten und Schule. Und ich behaupte jetzt mal, Frau Heidelberger, komme ich gerade zu Ihnen, weil Sie sind ja Lehrerin in so einer Förderklasse und die Förderklassen und Sonderschulen und so, die schiessen eigentlich ein bisschen wie Pilze aus dem Boden. Immer mehr. Und dabei ist doch die wahnsinnig gut gemeinte Idee gewesen vor, ich frage, ist ein bisschen mehr als 10 Jahren, dass wir gesagt haben, alle kommen in die Regelklasse, alles wie gut, das geht dann schon. Und dann geben wir noch ein bisschen Assistenz rein und tun alle noch so ein bisschen ausbilden. Und dann sind alle glücklich und froh. Und nach diesen Vorgesprächen mit Ihnen würde ich jetzt mal salopp behaupten, das ist gescheitert. Schöne Idee gewesen, leider gescheitert. Also ich würde Sie grundsätzlich sagen, es ist einfach mal gescheitert. Das würde ich schon nicht so sagen. Es kommt sehr darauf an, das haben wir in verschiedenen Beiträgen schon gehört. Jedes Kind ist individuell, egal mit welcher Krankheit, egal wie es auffällt oder wie verhaltensoriginell das es ist. Es gibt einfach nicht die Lösung. Das ist wirklich ganz wichtig. Man muss zusammen am Tisch Lösungen suchen, auf Augenhöhe, Eltern, Lehrpersonen, alle, die dabei beteiligt sind an so einem Setting. Aber es ist schwierig und jetzt muss ich immer in die Hüte wechseln. Natürlich als Eltern, als Gewerkschafterin muss ich sagen, man hat einfach mal in der Politik entschieden, dass man die Integration macht. Das finden ja wahrscheinlich fast alle eine ganz gute Idee. Aber man hat uns nachher nicht die Möglichkeiten gegeben, die man braucht dann im Schulzimmer, um sie wirklich umsetzen zu können. Also es fehlt an Infrastruktur, es fehlt die Klassenassistenzen. Die kommen jetzt, aber die hätten wir schon vor 10 Jahren gebraucht. Und einfach all die Sachen, die es braucht, auch im Unterricht und so weiter, an dem hat es gefehlt. Also da ist so, und im Moment wird jetzt sowieso gespart, also von dem, wo wir jetzt schon haben oder wo wir uns erkämpft haben, wird jetzt wieder gespart. Also das wird für uns auch, ich rede jetzt von uns als Lehrperson in den Klassenzimmern, extrem schwierig. Wir werden die Politik nachher noch hören. Diana Albers, Sie sind Schulleiterin auf der Stufe Kindergarten. Mhm. Und Sie haben absolut die Meinung gehabt und den festen Willen, dass Ihr Sohn in die Regelklasse wird gehen. Und leider, oder vielleicht auch nicht leider, das werden Sie uns jetzt erklären, hat das nicht funktioniert. Also muss man ja sagen, also wenn Frau Albers das nicht schafft, die ja Schulleiterin ist, und also was läuft da schief? Sie sehen, ich tue jetzt also extra ein bisschen provokativ natürlich, Sie überhaupt, einfach, es funktioniert nicht. Ja, es ist so, ich habe früher an einer Montessori-Schule geschafft, in Zürich noch, wo das recht gut geklappt hat mit der Integration.
hat auch Schwierigkeiten gehabt, aber es hat gut geklappt. Und dort hatte ich noch kein Kind gehabt. Und wo ich dann, also mein Sohn hat die Diagnose erst im Kindesgi bekommen. Und dort war er noch integriert gewesen, im Regelkindesgi. Und dort hat es viele Schwierigkeiten gegeben. Man hatte irgendwann die Diagnose gehabt. Für die haben wir gekämpft, weil wir gemerkt haben, es geht in die Richtung. Und dann hat es dann angefangen mit eben verstärkten Massnahmenassistenz. Er hat im letzten halben Jahr im Regelkindesgi hat er dann fast rund um die Uhr eine Assistentin gehabt. Und es ist überhaupt nicht besser geworden, eher schlimmer. Weil er hat einen Polizist hinter sich gehabt, der «Mach das nicht, mach jenes nicht». Also ihn hat das eingeschränkt und verrückt gemacht und statt dass es besser geworden wäre, ist es schwieriger geworden. Und das Problem bei ihm ist dann gewesen, man hat einfach gemerkt, eine Klasse von 20 Kindern geht nicht. Egal, was man rundherum schräubelt, egal wie viel Assistenz rüberkommt, er braucht andere Rahmenbedingungen. Und dann ist dann der Integrationsgedanke sekundär geworden und ich kann einfach umschauen, was es gibt. Und es gibt eigentlich nichts für so Kinder. Er ist jetzt in einer Schule für Körperbehinderte. Ach gut, jetzt in einer Schule für Körperbehinderte, ja. In die gleiche Schule wie der Sohn von der Frau Kohn. Mhm. Weil eben, wir haben uns dann umgeschaut, was es gibt. HPS ist absolut kein Thema, weil der IQ ist sehr hoch. Andere Sonderschulen für Autisten gibt es für die, die schwer behindert sind. Also wirklich frühkindlicher Autismus, oder? Für die gibt es Schulen. Und dann bleibt nicht mehr viel. Also wir hatten versucht zu integrieren, aber wir haben gefunden, eben, wird nicht klappen. Und dann haben wir die Schule entdeckt, die eigentlich für Körperbehinderte ist, aber die nehmen immer mehr auch so die Kinder auf, die eben zwischen Stuhl und Bank fallen, die nie ineinander passen. Und dort ist er jetzt in einer Klasse mit 8 Kindern, eine Lehrperson plus noch eine ausgebildete Assistentin. Und ist er zufrieden? Und er ist happy jetzt, ja. Super. Also es gibt immer noch Schwierigkeiten, aber es Frau Ferri, wir wissen, was das für eine Schule ist? Das ZK. In Baden. Sagen Sie noch schnell etwas dazu für alle, die nicht in Baden sind? Ja, Zentrum für Körperbehinderte Aachen. Ja, genau. Okay, ja. Gut. Sie haben gerade etwas wollen sagen? Ja, ich würde erst schnell einhängen, weil Kinder, die zwischen Stuhl und Bank gehen, das ist genau das grosse Problem, das wir haben. Wir haben wirklich Kinder, also ich muss schnell sagen, in dieser Schule, wo ich arbeite, das ist zwar privat organisiert, aber bei uns landen alle Kinder, die irgendwie aus der Regelklasse rausgehen. Eben, das kann sein, weil sie verhaltensoriginell sind oder weil sie irgendetwas Spezielles haben und so. Das hat Frau Meier vorhin angesprochen, das entsteht jetzt auf privater Basis, genau weil alle die Kinder zwischen Stuhl und Bank gehen. Wir haben auf beiden Seiten gute Angebote, aber mitten drin gibt es einfach gar nichts. Und ein grosses Thema, das Sie angesprochen haben, ist wirklich die vielen Leute im Schulzimmer. Es ist auch für mich als Lehrerin zum Teil fast nicht mehr zum Aushalten. Ich habe die Polizistinnen, die hinten anlaufen und ein bisschen büscheln, und ein bisschen so, die regen mich im Fall auch auf, weil ich sehe, das bringt es einfach nicht. Und das sind einfach auch nicht ausgebildete Leute, oder? Also bei uns jetzt im Aargau, ich weiß nicht, das ist nicht grundsätzlich mal nur schlecht. Dass es, aber nein, aber jetzt bin ich ein Autist, die sind total... Nein, völlig. Also sie haben mir leid, oder? Die Assistentinnen haben mir leid. Können wir noch auf die verschiedenen Positionen, die es ja dann gibt, also Lehrer oder... Ich möchte noch zu Ihnen beiden kommen, weil ich sage jetzt mal, das sind ja wirklich ganz gravierende Geschichten, die Sie uns erzählt haben. Ihr Sohn, Frau Oetterli, der Mael, der geht in die Regelklasse. Mhm. Und zwar seit dem Kindergarten, genau. Mhm. Wie haben Sie das geschafft? Wir haben sicher ein bisschen Glück gehabt, und zwar ist er schon gleich in der frühkindliche, muss ich das heißen, heilpädagogische Früherziehung angebunden gewesen. Das ist ja so ein Name, den wir nicht so gerne, wenn man ein Kind hat, das unheilbar krank ist, aber hat uns sehr geholfen. Die ist vor dem Kindergarten schon zu uns heimgekommen und hat mit dem Mael gespielt, aber auch schon gearbeitet, im kognitiven Bereich. Und dann haben wir die Anmeldung durch sie, hat die dann eigentlich das schon in den Weg geleitet. Also wir wären eigentlich schon ein bisschen verloren gewesen mit dem Übertritt in den Kindergarten. Sie hat das für uns gemacht. Also Sie meinen aus diesen ganzen bürokratischen Hürden, oder weil man nicht weiss, also wären wir nicht schon dort angebunden gewesen mit dem Mal, wäre es sicher schwieriger gewesen. Und ich glaube, was uns sicher geholfen hat, ist halt auch schon das Naturell vom Mal. Er ist ein extrem einfacher Bub. Wenn man alles ausblendet, was das Kind hat, was kommt, er ist vor allem sehr ein feiner Bub, er ist ein lieber Bub, er stößt niemanden an. Und ich glaube, alle, die ihn kennen und halt auch mit ihm zu tun haben, sehr schnell gern. Und ich glaube, das hilft ihm natürlich, die soziale Stärke. Und dann haben wir sicher auch Glück gehabt, weil die Lehrer müssen bereit sein, der Gedanke muss gedreht werden. Wir sind in einer kleinen Schule, in einem kleinen Dorf, wo es überbrückbar ist. Wir haben auch extrem offen kommuniziert. Vielleicht hat das ein bisschen geholfen.
Wir sind ja schon ein bisschen länger immer wieder mal ein bisschen in der Öffentlichkeit gewesen, weil wir uns halt einfach bewusst dafür entschieden haben. Und somit hat man den Mail und uns schon gekannt. Und es war einfach schon normal gewesen, dass jetzt der Mail auch im Kinski ist und nachher auch in die Schule gekommen ist. Und die Kinder sind sich auch gewöhnt, dass jemand halt auch ein bisschen hinter ihm nachläuft und schaut und hilft. Wie ist denn die Situation? Also er hat jetzt eine Assistenz die ganze Zeit? Ja, oder? Nein, das ist halt leider gar nicht möglich in unserem Fall. Also er hat jetzt, in der dritten Klasse ist er hat 4 Stunden von einer Heilpädagogin und 9 Assistenzstunden. Oder? Ja. Und die sind sehr wichtig und es funktioniert bei uns jetzt zum Glück sehr gut. Sie hilft beim Umziehen, Toiletten, schaut, dass keine Gefahren oder hilft da ein bisschen mit. Ja. Mhm. Kommen wir noch auf Details zurück. Noch ganz kurz zu Ihnen, Frau Kohn. Wie ist die Situation von Ihrem Sohn in der Schule? Wir haben jetzt gehört, er ist zusammen mit dem Sohn von der Diana Albis. Das heisst, er ist nicht in der Regelklasse. Ja, aber wir wollten es eigentlich probieren mit dem Integrativer. Also für uns gab es 3 Möglichkeiten, HPS, CK oder normale Schule integrativ. Da wir in einem ganz kleinen Dorf wohnen mit nur 350 Einwohnern, die dann in der nächsten Ort in den Kindergarten müssen, die Kinder, und er die Kinder schon seit er Baby war gekannt hat, weil wir eine Krabbelgruppe in dem Dorf hatten und so, haben wir gesagt, wir probieren es mit integrativ. Vor allen Dingen, weil er Probleme hat, wenn viel Kind um ihn rum sind, hat er sich wie zurückgezogen. Und uns war die soziale Integration sehr wichtig. Und dann haben wir gesagt, wir probieren das. Die Schule war auch soweit damit einverstanden, in Anführungsstrichen. Und was heißt das? Was heißt das jetzt? Ja, das war, das weckt meine Neugier. Es war schon so, dass die Schulleiterin erst rumgedruckt hat und dass halt unser Sachbearbeiter vom SPD dann, als die Frage gestellt wurde, ob es denn möglich ist, dass der Samuel in die Schule geht, dass dann hieß, ja, aber er muss sich anpassen. Sie können sich nicht ihm anpassen. Es ist eine integrative Schule. Aber sie können sich ihm nicht anpassen. Das heißt auch, er muss trocken sein. Also wenn er noch Windel hat und er macht halt das Geschäft in Windel, muss ich kommen zum ihm wickeln. Und mit dem Umziehen und so helfen, da müssen wir halt jetzt üben, dass er das dann auch kann. Also er muss eigentlich auf dem Niveau sein von den anderen Kindern, damit er kann integriert werden. Genau, da hat auch jemand irgendetwas ein bisschen falsch verstanden, habe ich den Eindruck. Genau, ja. Aber er hat ja eine Diagnose gehabt. Er hat die Diagnose gehabt, da hat man schon für Assistenz können schauen eigentlich. Und so. Also er hat eine Assistenz gehabt für den Turnunterricht. Nur. 4 Stunden und 2 Stunden Heilpädagogin noch zusätzlich das in der Woche. Das zeigt wieder die Unterschiede kantonal. Ja. Ich meine, unser Kind, der Mail, ist nicht ganz trocken und er hat immer wieder nasse Hosen und dann werden die gewechselt, ohne wenn und aber. Genau, innerkantonal. Also ja, man muss halt auch sagen, es ist eine Kindergärtnerin mit 18 Kindern. Sie, Aargau und Sie sind? Luzern. Und ich bin auch Aargau und bei euch zum Beispiel wird das anders gehandhabt. Also ich denke, ich stelle fest, aber noch schnell bei Ihnen. Also man hat Ihnen gesagt, schau einfach auf Deutschland, dass dein Kind so ist wie alle anderen und dann tun wir es integrieren, was ein absoluter Widerspruch ist. Völlig absurd. Ja. Wie ist denn das weitergegangen nachher? Ja, wir haben halt gemerkt, dass der Samuel immer trauriger wird. Er wollte nicht in den Kindergarten, er hat wieder angefangen einnässen, weil er ist kurz vorher noch trocken geworden vor dem Kinski. Und er hat immer gesagt, das gefällt ihm nicht, das ist ihm langweilig, weil er ja keine Assistenz gehabt hat. Und die Kindergärtnerin war mit 18 Kind überfordert, in Anführungsstrichen. Mhm. Und er hat sehr viele Wartezeiten gehabt, weil sie hat es ihm nochmal direkt sagen müssen, die Aufgabe, wenn sie es in die Runde gesagt hat, jetzt machen wir das und das, hat er es halt wie nicht verstanden. Und man hat nochmal zu ihm hingehen müssen und nochmal erklären, los, Samuel, so muss es machen. Und das hat halt nicht funktioniert. Und er hat sehr viele Zeiten gehabt, wo er einfach da gesessen ist und hat gewartet, bis ihm jemand hilft. Und sehr frustrierend natürlich genau. Das Kind. Und dann, als wir gemerkt haben, es wird immer schlimmer, haben wir sofort der SPD kontaktiert, sind zusammengesessen mit der Schulleitung und mit der Kindergärtnerin. Da hieß es dann auch, Integration ist fehlgeschlagen von der Schulleiterin aus. Also wir sind aus alle Wolken gefallen. Weil vorher hieß es immer, es geht ja eigentlich gut und dann plötzlich bei dem Gespräch war alles schlecht und hat dann in die Wege geleitet, dass er dann im Frühjahr, also nach einem Dreivierteljahr, ist er dann ins CK gewechselt und es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also jetzt ist er happy? Er ist sehr happy, ja. Super, ja. Super. Frau Ferri,
Sie sind ja Politikerin. Jetzt, oder? Die Idee ursprünglich ist wirklich schön. Das finden wir alle. Finden sicher alle toll. Integration mal als Gedanke. Sie gehören jetzt in die Beispiele. Nur schon kantonal sehr interessant. Wir werden dann noch reden, Schulleitung, was braucht es alles, was in Türen. Was so Ihr erster Eindruck? Was läuft da schief? Ja, also ich bewundere die Eltern, die mit so Kindern sich umschlagen müssen. Umschlagen. In dem Sinn mit den bürokratischen Hürden und den Strukturen, nicht mit dem Kind selber, natürlich nicht, dass ich falsch verstanden wird. Aber ich merke auch, es ist schwierig, oder, dass wir als Aussenstehende die richtigen Wörter benutzen. Was läuft falsch oder was läuft auch unterschiedlich? Wir haben ich bin auf nationaler Ebene tätig, ich bin eigentlich Gesundheitspolitikerin, Sozialpolitikerin. Schulwesen wird in den Kantonen festgelegt. Oder? Und dort haben wir ein grosses Problem. Jetzt gerade bei so seltenen Krankheiten, wo halt pro Kanton vielleicht ein Kind davon betroffen ist, allenfalls, dann muss ein Kanton muss eine Lösung haben für ein solches Kind. Und dort merke ich, dass unsere Schulen, Gemeinden, Zuständigkeiten, das ist dann auch noch unterschiedlich. Pro Kanton ist dann wieder auch noch mal unklar. Da kann wahrscheinlich der LCH ein Lied davon singen, dass die überfordert sind mit diesen Situationen und dass allenfalls auch gewisse rechtliche Grundlagen fehlen. Frau Heidelberger hat es angesprochen, gerade jetzt im Moment, wo alle Kantone, alle Gemeinden, auch der Bund sind auf dem Spartrip und dann, wo wird gespart? Ich sage immer, es wird bei den Menschen gespart, die es am meisten brauchen. Das sind die sozial Schwächeren, das sind die kranken Menschen. Und dort, finde ich, ist halt wirklich am falschen Ort. Aber mit dieser Meinung bin ich ziemlich allein auf dieser Welt oder in der Schweiz. Oder in dem Parlament. Genau, wir haben halt einfach die Mehrheiten sind einfach anders in dem Parlament. Es wird nicht gespart in einem Strassenausbau oder gut, dann heisst es, es ist aus einer anderen Kasse. Also es ist, die Finanzierungsmechanismen sind sehr kompliziert. Und das bedauere ich sehr. Ich bin froh, gibt es eine ZK und ich schätze mich glücklich, dass ich Präsidentin sein von einer Stiftung, die das ZK regelmäßig finanziell unterstützt. Aber das reicht natürlich nie, das ist mir völlig klar. Und es reicht dann nicht, wenn es ZK im Kanton Aargau gibt und in anderen Kantonen nicht. Und da sehe ich schon sehr viel Handlungsbedarf. Ich verstehe die Schulen auch nicht, dass sie nicht pragmatischer unterwegs sind in so Situationen. Ich merke aber auch, dass es sehr oft sehr abhängig ist von der Lehrperson und vom Setting in der Schule selber. Und dort muss man sehr vielen Lehrpersonen oder Schulleitungen auch sehr dankbar sein, dass sie dann die Flexibilität zeigen. Schön wäre es halt, allenfalls wäre das ein Auftrag an LCH, wenn man so Best Practice hätte, wo die Schulen herangehen können. Vielleicht gibt es das ja auch, wo man kann sagen, dort kann man schauen, wie man in solchen Situationen umgeht mit der Familie und mit den Kindern. Also wir haben dort sicher sehr viel Handlungsbedarf und ich verstehe auch das Bedürfnis, dass man dort weniger Bürokratie hat, weniger jede einzelne Familie muss dafür kämpfen, dass es eine Lösung gibt für das einzelne Kind. Wenn wir mal das jetzt alles ein bisschen auseinandernehmen, was wir jetzt in der ersten Runde gehört haben, wenn wir jetzt mal die Hürden definieren, wenn wir sagen, eigentlich sind ja alle gewillt und meinen es gut. Jetzt wissen wir, gut gemeint ist nicht wirklich immer so toll, aber wo, Frau Heidelberger, wo Sie, ich sage jetzt Seitenverband, selber Lehrerin, warum ist es möglich, dass jetzt in einer Schule, wo jetzt der Mael geht, geben sich offenbar alle Mühe, sind offen, sind hilfsbereit und die anderen nicht. Was ist denn, wie soll ich sagen, die Haltung der Schulleitungen? Die sind ja wahrscheinlich nicht so scharf drauf, die integrieren auch Fremdsprachige, Schwierige vielleicht noch. Ich finde ja meine Tochter ist nicht da. Also teilweise auch ein bisschen schwierig, oder? Oder früher. Aber nein, jetzt ernsthaft. Ich meine, die haben wirklich sehr, sehr viele Aufgaben. Das muss man einfach mal klar sehen. Sind sicher nicht alle extrem happy. Das. Wie kann man denn mal jetzt, sagen wir, Schulleitung dort motivieren? Best Practice, wie geht das? Wie bringt man die auf den richtigen Kurs? Also Best Practice ist immer so eine schwierige Sache, wenn man mir einfach eine Schule zeigt, wo alles super funktioniert und ich merke selber, mir fehlt es irgendwie da und unserem Team fehlt es, dann hat das eher eine Abwehr, dann gibt es auch eher eine Abwehrhaltung. Das Beste ist wirklich, dass sich ein Team zusammenrauft mit einer guten Schulleitung und sagt, wir wollen für sich kommen, wir wollen Schritt für Schritt etwas verändern. Man kann nicht über Nacht etwas kehren.
ich muss an dieser Stelle immer wieder sagen, als ich vor 30 Jahren knapp Lehrerin geworden bin, ich habe gelernt in der Ausbildung, ich muss bei jedem Kind das Defizit herausfinden. Je mehr Defizit, das ich definieren kann, desto die bessere Lehrerin bin ich. Und dann hat es diese Klasse gegeben und diese Klasse und diese Klasse und man hat angefangen selektionieren und verteilen. Und dann ist aus einem richtigen Anspruch in der Politik, in der Gesellschaft wirklich das entstanden, das kann es ja nicht sein, das separative System, wir hätten gerne ein anderes System. Und das habe ich ganz am Anfang gesagt. Ja, natürlich, aber ich habe so gelernt, die Schule gehen. Quasi alle Kinder zur gleichen Zeit machen es gleich. Irgendwann hat sich das entwickelt. Aber ich brauche für das eine Weiterbildung, ich brauche für das eine Ausbildung, ich brauche Rahmenbedingungen und. Also so in der kürzesten Zusammenfassung. 170 Jahre lang hat man Separativschule gegeben und nachher plötzlich hat es geheißen, es ist nur noch integrativ. Da muss ich wirklich für ganz viele Lehrpersonen einfach immer wieder sagen, aus meinem Umfeld, klar, es gibt überall schwarze Schafe, aber aus meinem Umfeld, Lehrerinnen und Lehrer, die sind so engagiert, die wollen wirklich für jedes Kind, das irgendeine Spezialität hat, auch für alle anderen das Beste machen. Und es geht dann halt einfach. Aber also, es ist ja auch nicht jeder parat, um das zu machen. Also, das muss man schon, doch auch ganz ehrlich sagen. Es gibt Lehrer, die wahrscheinlich sagen, ich kann das nicht. Das wollte ich versuchen, für die ein bisschen Verständnis zu schaffen. Ich will nicht alle in Schutz nehmen, aber... Und die andere Seite ist genau die, wie Sie natürlich richtig sagen, es steht und fällt mit meinem Engagement als Lehrperson im Schulzimmer. Bin ich bereit, mich auf das einzulassen? Bin ich bereit, einmal etwas Neues auszuprobieren? All die Sachen, die es dann eben braucht, dort steht und fällt. Aber das ist bei jedem Thema in der Schule so. Also, ob man irgendwo ein bisschen neugierig ist und versucht, in einen Dialog zu kommen. Und das Problem wirklich, das sieht man ganz schön jetzt, ja, es ist mittlerweile so, dass es von Gemeinde zu Gemeinde Unterschiede gibt, wie man mit diesen Sachen umgeht, wie man integriert, wie viel Assistenzpersonal das es hat und so weiter. Also es hängt eigentlich mittlerweile fast an Schulleitungen in einem Rahmenkonzept vom Kanton ab, wie sie das gestalten. Also eigentlich auch eine Glücksfrage. Man hat einen Schulleiter oder eine Schulleiterin, die das Verständnis hat und auch den Ehrgeiz, das richtig zu machen, oder jemand, der sagt, das brauche ich jetzt nicht. Und dann ist man verloren, weil man einfach Pech gehabt, weil man in der falschen Gemeinde wohnt. Ja, also muss ich sagen, also ich hatte eine schwer pubertierende Tochter gehabt. Das ist kein Vergleich mit dem, was sie dürfen erleben mit ihren Kind. Aber ich war in dem Fall auch in der falschen Gemeinde gewesen, weil die Lehrpersonen sind absolut überfordert gewesen. Das ist so weit gegangen, dass ich die Tochter von der Schule haben müssen. Nein, ich frage mich dann schon, wo ist das Herzblut, das ich jetzt bei dir, Marion, spüre, oder bei diesen Lehrpersonen? Und das ist jetzt doch erst 12 Jahre her, also das ist noch nicht 20 Jahre zurück oder so. Und darum weiss ich nicht, ob es dort nicht ein bisschen mehr braucht noch. Vielleicht in den Ausbildungsweg, aber das hast du, glaube ich, erwähnt, dass die Hochschulen dort wirklich noch ein Schwergewicht legen, bei dem Defizit erkennen, lösungssuchend unterwegs sind. Mhm. Ist es dann aber nur eine Frage vom Geld am Schluss? Also aus meiner Sicht als Politikerin hängt sehr viel am Geld, ja. Zumindest wird uns das immer gesagt. Alle kommen zu uns und wollen für irgendetwas Geld. Das ist tatsächlich so. Ich merke aber jetzt gerade auch, wenn ich der Frau Heidelberger zulasse, ist es schon auch ein Engagement oder Ideen entwickeln, allenfalls innovativ unterwegs sein und vielleicht noch jemand anders etwas können bewirken, ohne viel mehr Geld zu investieren. Schnelle Frage in die Runde, schnell Hand auf. Wer von Ihnen hat Kinder, die in die Regelklasse gehen und macht gute Erfahrungen? Ja, und umgekehrt? Gut, also, müssen wir nicht zählen, ist klar. Offenbar ist das sehr, sehr schwierig. Also, wir halten fest, es braucht mehr Geld. Das ist sicher eine Frage auch an die Politik. Sie sagen jetzt, das ist kantonal, da sind Sie jetzt eigentlich nicht die richtige Ansprechpartnerin, aber sind auch dieser Meinung. Sind wir sicher alle Meinung, muss ich nicht abstimmen. Es braucht sensitive Schulleiter, es braucht den Willen, es braucht gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer. Die müssen das wählen. Und wenn die das nicht wählen, dann können sie es gerade vergessen. Meine Kinder sind in der Schule die ersten 3 Jahre mit einem Kind, das zerebral gelähmt war. Also Lähmungen hatte wirklich sehr einen starken Fall. Das war kein Problem. Weil die Lehrerin das wirklich explizit hat wollen. Jetzt hätte das Kind Pech haben können und zu jemandem kommen und sagen, ich kann das nicht, ich habe einen Widerstand, man kann niemanden zwingen.
das zu wählen? Ich denke, es ist sehr wichtig, dass man einfach auch mal nicht nur immer vor Aufgabe und mehr Aufwand redet, sondern auch, dass das eine riesige Bereicherung kann sein, so vor allem für die Schüler, aber auch für eine Lehrperson. Ich meine, die soziale Kompetenz, die seine Mitgespendler, jetzt bei unserem Fall mal jetzt schon ein bisschen lernen können, die ist echt schön. Ich sage es nur, wenn ich jemanden sehe, der freiwillig ist, das darf nie ein Müssen sein, aber wenn sie können mithelfen können, das sind Sachen, die man sonst nicht lernt in der Schule. Und das muss man ein bisschen mehr betonen, dass das auch ein ganz schöner Gedanke ist. Das macht Ihnen weh, gell? Wenn man das nur als Aufwand darstellt. Ja, ich habe das erste Jahr ist nicht ganz so gut gewesen wie jetzt die nächsten Jahre. Aber dort haben wir immer das Gefühl gehabt, es tut mir ja so leid, dass ich mein schwer kranke Kind, das tödliche Krankheit hat, jetzt noch muss ich in die Schule geben. Das Gefühl war immer bei jedem Gespräch rum, weil im ersten Jahr haben wir noch eine Lehrerin gehabt, wo wir einfach gespürt haben, sie steht nicht ganz dahinter. Zum Glück haben wir einen Heilpädagogen gehabt, der dahinter gestanden ist und einen Klassenassistent, der das super aufgefangen hat. Also wirklich ein Vorwurf, oder wo sie dann auch noch so fühlen? Ja, ich habe immer ein schlechtes Gewissen gehabt, dass unser Kind jetzt ausgerechnet jetzt. Das war immer so ein Gefühl gewesen, ja. Kennen Sie das auch? Die anderen Betroffenen, dass man ihnen so ein bisschen latent sagt, es wird jetzt noch schwierig und sie sind jetzt die noch der grosse Aufwand und alles ein bisschen durcheinander macht in dieser Schule. Ja. Kennen Sie das Gefühl? Also ich habe auch immer ein schlechtes Gewissen gehabt und habe gedacht, ja, die anderen Kinder sind alle so super, sie ist immer, sie ist schon eine tolle Klasse und jetzt kommt der Samuel und... Und ist ganz schwierig, ja. Bringt alles durcheinander, genau. Mühsam. Kennen Sie das? Das Gefühl von ein bisschen schlechtem Gewissen, dass sie jetzt noch mehr Aufwand machen und die Lehrer und Lehrerinnen zusätzlich überfordern. Da wird überall genickt. Wie gehen Sie um mit dem Gefühl? Wie handeln Sie das? Wer hilft da? Wie viele Gefühle, die wir müssen halt handeln müssen. Das Beste daraus machen und einfach den Fokus immer aufs Kind legen, dass es ihm gut geht und dass er halt nicht darunter leidet. Aber ja, eigentlich muss man probieren, halt Schwamm drüber zu tun. Gut, man weiss, ob sein Kind auch nicht jemandem auf Deutsch gesagt, genau, wo man weiss, der will das eigentlich nicht. Also das ist ja dann auch so der Moment innerlich, stelle ich mir vor als Eltern, wenn du weisst, die wollen das nicht. Also den Machtkampf, den kannst du im Sinn vom Kind nicht gewinnen. Also wenn das jemand nicht will, dann kommt schief raus. Sie haben etwas sagen, ja, Frau Ferri. Also ich verstehe das Gefühl völlig, dass man gerne will, dass es auch positiv angeschaut wird. Jetzt ist es aber so, dass für gesetzliche Grundlagen oder für Geldsprechung gibt es da wie keine Handhabe dazu. Und das möchte ich Ihnen einfach mitgeben, dass Sie müssen nicht Verständnis haben für die andere Seite, aber vielleicht verstehen, warum das im Moment vielleicht etwas länger geht oder man mehr Abklärungen machen muss. Das ist mir als Politikerin ganz wichtig, wo man ja auch probiert, miteinander irgendwie nach Lösungen zu suchen. Es braucht halt alles, irgendwelche Finanzen, und eine Lehrperson ist allenfalls doppelt, dreifach belastet, noch mehr belastet. Die denkt, oh mein Gott, jetzt habe ich dann vielleicht noch mal eine Stunde mehr und muss das irgendwann mal kompensieren und das wird man vielleicht nicht entschädigt. Oder eine Assistenz muss ich jetzt irgend bei einem anderen Kind vielleicht wegnehmen, dass ich da etwas mehr habe. Das kostet halt alles und braucht unglaublich viel Energie. Und darum darf man es, glaube ich, nicht einfach nur so anschauen, schwarz und weiß, sondern man muss miteinander nach Lösungen suchen. Das kann ich bestätigen, weil das erlebe ich oft. Wir haben, also es gibt große Unterschiede bei den Lehrpersonen, wie offen sie sind. Also es gibt die rissen sich geradezu um so Kind und finden das spannend und toll. Und dann gibt es die sehen überall nur Problem. Aufwand, was der mit sich bringt. Aber ich erlebe auch viel Frust von eben Lehrpersonen, die das gerne machen, die das wollen machen, aber die Ressourcen fehlen. Oder? Und man wüsste, wie es geht, aber man hat keine Stunden mehr für Assistenzen. Man kann keine mehr anzaubern. Es gibt jetzt wieder eine neue Ressourcierung. Ja, ja, voll rein. Nein, ist gut. Warten Sie, ich komme dann in dieser Zeit mal mit dem Mikrofon rein, dass alle teilnehmen können. Sagen Sie doch noch schnell fertig, Frau Albers. Ich bin eigentlich fertig. Eben, dass die Ressourcen einfach knapp bemessen sind, gerade an einer Schule wie Arburg, wo ich jetzt arbeite, wo es auch noch sehr, sehr viele fremdsprachige Kinder hat, die auch noch traumatisiert sind und Kriegstraumata mitbringen. Auch für die braucht man aus diesem Pool von Stunden etwas. Und es langt hinten und vorne nicht und ich komme irgendwann auf Rost. Können Sie sich noch schnell vorstellen und dann Ihre Frage? Mein Name ist Julia Reinert, ich bin auch Mutter von einer betroffenen Tochter. Sie geht mit dem Samuel in den Kindergarten. Sie leidet unter einer progredienten neuromuskulären Erkrankung. Und wir haben sie auch zuerst probiert, integrativ in den Kindergarten zu schicken. Und ich kann einfach... Also, ich wünschte mir eigentlich
individuelle Lösungen, dass man etwas andenken könnte und dass man vielleicht genau von KMSK zum Beispiel oder so mehr unterstützt werden, dass man sagt, mal, das könnte jetzt funktionieren. Und wir haben sehr oft so unterschwellig, subtil gehört, das geht jetzt nicht. Also da kommt man in ein Raster rein. Wir hatten eine Idee gehabt, wir hatten gratis jemanden gehabt. Also gratis, wo mitgeht. Also, Sie haben doch gar kein Mitspracherecht, wer da mitgeht. Wir sagen das. Und dann ist aber die Finanzierung ein Problem. Also das ist, unterschwellig wird da so viel von ganz verschiedenen Stellen einfach gesagt, wir sagen, wie es läuft. Und eine Lösung, die angedenkt wäre, und wir spüren ja als Eltern meistens, was gut ist, dass man so ein bisschen offen ist und sagt, hey, coole Idee, tun wir doch mal probieren. Oder so. Ich meine, das fehlt mir ein bisschen. Ich denke, Strukturen machen, die für alle eine super Lösung finden, das haben wir jetzt gesehen, das geht nicht. Drei verschiedene, völlig verschiedene Lösungen. Aber wenn eine Familie kommt und sagt, zum Beispiel mit Maili, haben wahrscheinlich auch so kleine Vorstellungen gehabt und jetzt klappt es gut. Ich habe eigentlich die Hoffnung, dass das könnte funktionieren, wenn man einen Lehrer findet und sagt, hey, mal privat vielleicht, kannst du dir das vorstellen? Und der sagt, ja. Es geht doch so viel über wirklich Engagement vom Einzelnen und dann habe ich das Gefühl, es würde viel mehr funktionieren, wenn da nicht irgendwelche bürokratischen Hürden wären, wo man per se einfach einmal sagt, es geht nicht und wir sagen. Wir sagen jetzt, was für alle am besten passt. Danke für den Input. Wird jemand gerne... Oh, Frau Heidelberger, kommen. Ja, genau. Also vielleicht auch mal noch ein bisschen weg jetzt von diesen Sachen. Also wir haben jetzt, glaube ich, genug lang gehört. Oder man hört immer, es fehlt an Ressourcen, es ist schwierig und so, Lehrperson muss Verständnis haben. Das ist eins. Aber ich hätte schon auch noch einen Appell an Eltern, wo ich halt aus meiner Erfahrung jetzt auch, ich habe 8 Kinder abgesehen, erst 2 Klässler, ich habe eine Assistenzperson in meinem Schulzimmer. Ich meine, das ist für mich schon ein ideales Modell. Ich habe mit, also Asperger ist mir sehr wohl bekannt, da hat es ganz viele, es hat traumatisierte Kinder drin und so. Dann kann ich als Lehrerin das leisten. Dann kann ich natürlich auch mein Herzblut leben, selbstverständlich sind Rahmenbedingungen. Aber bei Eltern, was ich immer wieder halt auch feststelle, dass es manchmal schwierig ist, sie haben jetzt gerade Stichwort gegeben und haben gesagt, ja, wir wissen ja schon, was für unser Kind gut ist. Das stimmt, das stelle ich gar nicht in Abrede. Aber man muss am runden Tisch miteinander aushandeln mit der Schule, was für das Kind das Beste ist im Rahmen Schule. Sie haben ihr Kind daheim, sie wissen, wie es funktioniert, was es gerne hat, wie es wohl ist. Die einen kommen eben mit dem grossen Klassenverband schon gar nicht in Frage. Da kann ich keine kreativen Lösungen mehr anbieten in der Volksschule. Dann sind wir ausgeschossen, dann ist es weit gelaufen. Und ich habe natürlich schon die Erfahrung gemacht, sie wissen, wie schmerzhaft das ist, wenn man ein Kind hat, das nicht so ist wie alle anderen. Und da rede ich wieder als Mutter, auch wenn das auch kein Vergleich ist. Aber mein schwierigstes ADHS-Kind, und ich bin dann in einer kleinen Gemeinde mit einem Bub, der völlig querschlägt. Und dann bin ich noch Lehrerin, dann bin ich noch in der Schulpflege und ich bin noch Gewerkschafterin. Dann haben sie eh verloren, oder? Und dann ist sie auch ein bisschen komisch und dann hat sie immer das Maul offen. Aber ich bin hier natürlich... Ich bin kurze Rat. Zusammenfassung. Mein Lebenslauf. Ja, genau, ganz kleine, kurze Zusammenfassung. Ich bin die, die halt, ich kann nicht reden, ich gehe kämpfen, ich gehe und so, aber man muss schauen, wie man wieder ehrlicherweise ganz genau anschauen. Ist jetzt das Setting Integration so wünschenswert, dass es ist, wirklich so wahr? Und das letzte Wort, manchmal habe ich das Gefühl, der Anspruch an die Schule kommt, ihr müsst integrieren, ihr müsst jedem das geben, was es braucht, ihr müsst so tun, wie wenn es keinen Unterschied gibt. Aber sorry, die Gesellschaft funktioniert auch nicht so. Also wir sind ein Teil von der Gesellschaft in der Schule. Also die Vorurteile und die Stigmatisierungen und all die schlechten Erfahrungen, die passieren leider in der Schule genauso wie nebenan. Also wir können nicht alles kompensieren. Aber ich finde das ehrlich gesagt sehr ein wichtiges Votum von Ihnen, dass man die Eltern anspricht, weil es ist doch klar, alle wollen das Beste für ihr Kind. Oder? Und es geht am Schluss geht es um ein Verbund von vielen Menschen. Und es ist natürlich sehr schmerzhaft, wenn dann jemand sagt, das geht jetzt nicht. Noch schnell eine Frage an Sie, Frau Heidelberger. Ich komme gerade zu Ihnen mit dem Mikrofon. Haben Sie das Gefühl, diese Diskussion wird manchmal nicht ganz ehrlich geführt oder ein bisschen tabuisiert? Ja, stimmt. Ich verliere manchmal ein bisschen den Faden, wie wir reden. Das wollte ich eigentlich vorhin sagen. Der schmerzhafte Prozess, eben wenn man realisiert, vielleicht welche Diagnose kommt oder wenn man selber realisiert, man stößt immer an, zum Beispiel bei verhaltensoriginellen Kindern, dass immer die Rückmeldung bekommt, ist schwierig und so.
Man macht ja als Eltern einen Prozess mit, man muss loslassen. Ich hätte mir auch zwei andere Kinder gewünscht, wenn ich das hätte wünschen können, die irgendwie eine akademische Laufbahn machen, nie ein Problem haben und so. Gut, aber und, die finden sie nicht. Nein, die finden wir. Das ist so in tief verzweifelten Situationen, wenn man wirklich nicht mehr weiss, wie muss ich jetzt noch oder was soll ich denn jetzt noch machen, damit ich irgendwie weiterkomme. Dann hat man manchmal so eine Vision von dem. Mhm. Und da kommt man manchmal schon wieder konfrontiert mit Eltern, die ich nachfühlen kann. Die sind genau in diesem Prozess jetzt drin, mit Loslassen, mit Akzeptieren, dass das Kind nicht so ist wie alle anderen oder eben nicht so problemlos ist. Und dann sind sie manchmal nicht ganz ehrlich. Und ich meine nicht, sie lügen mich an, sie stehen einfach in diesem Prozess. Und da muss man halt wirklich ganz genau miteinander anschauen. Und das meine ich, mit offenen Karten spielen. Und zuletzt wirklich... Genau, so Mütter oder Familien, die an die Öffentlichkeit gehen und sagen, mein Kind hat das Problem und so stossen wir an, das ist der einzige Weg, um es öffentlich zu machen und in das Gespräch, auch die Schulen zwingen, ins Gespräch zu kommen. Man muss es zwingen. Manuela, wir müssen die Diskussion mal noch ein bisschen mehr public führen, weil wir sind da sozusagen jetzt ein bisschen unter uns. Jetzt brauche ich das Mikrofon. Darf ich schnell einhaken? Absolut. Das ist genau das, was ich auch, also ist mir aus dem Herzen gesprochen, weil ich habe das so oft auch in älteren Gesprächen, was mich dazu holen, was darum geht, zum Beispiel Eltern davon zu überzeugen, zum SPD zu gehen für eine Abklärung. Ich habe jetzt gerade kürzlich wieder so einen Fall gehabt. Das machen der falsch. An unserem Bub ist ja alles schlecht. Und das ist so eine engagierte Kindergärtnerin, die alles macht, was sie kann und gibt. Aber dann bei den Eltern auch den Sprung zu schaffen, dass sie auch sehen, dass das Kind braucht Unterstützung. Und wir wollen immer das Beste für die Kinder. Und das vergessen die Leute manchmal. Ich kenne keinen Lehrer, also es gibt sicher Ausnahmen, aber abgesehen von Schwarzstoff, im Prinzip wollen alle das Beste auch für Kinder im vorgegebenen Rahmen. Und ich bin jetzt oft schon in älteren Gesprächen, wo ich dann wirklich mein Background hallo einflüsse und gesagt habe, hey, ich habe mich selber dafür engagiert, dass mein Kind abgeklärt wird. Wir sind von uns aus selber zum SPD gegangen. Es hilft am Kind. Und wenn ein Kind Unterstützung braucht, ist das keine Schande. Das heisst nicht, dass man den nicht integriert. Aber man muss herausfinden, was ist für alle das Beste. Wir haben hier ein Votum. Von wem? Mein Name ist Anita Meierholz. Unser Bub ist krank. Er hat eine seltene Krankheit. Wir wissen aber, seit 5 Jahren warten wir auf die Diagnose. Jetzt ist für uns die Schule, ich sage das jetzt fast ein bisschen provokativ, eine Spiessrute laufen. Also wir haben ein krankes Kind, wo immer wieder betreut werden muss, wo auch immer wieder Intensivtherapien hat. Und lange Jahre sind wir als Lügner da gestanden. Als Lügner? Als Lügner. Jetzt haben wir endlich 2 Lehrerinnen gefunden, die ganze Sache auch ernst nehmen. Und ganz witzig ist, seit wir im Förderverein dabei sind, sind wir jetzt in einer Schublade drin. Jetzt ist gut, jetzt hat er ja etwas. Also ich kenne das sehr gut, kann ich gerade sagen. Wir haben null Hilfe, wir haben null Unterstützung und wir würden uns einfach als Eltern ein bisschen mehr Aufklärung gegenüber auch von den Lehrern wünschen. Ich weiss nicht, ist da vom Förderverein auch etwas in Planung? Vielen Dank für die Frage. Manuela, ich komme jetzt gerade zu dir. Du bist angesprochen. Also die Thematik kennen wir. Wir haben das immer mehr von der betroffenen Familie gehört. Und wir versuchen jetzt auf den 1. August ein Wissensmagazin rauszugeben, wo 17 Eltern ihre Geschichte erzählen und wo wir dann nachher als Ergänzung von Arzt, irgendwie Augenarzt oder so, aber auch eben beispielsweise Lehrerinnen und Lehrer immer noch dazu auch einen weiteren Artikel bringen. Die Idee ist, dass das ganze Magazin, das dann etwa 132 Seiten ist, an Kinderärzte abgegeben wird, gratis, an normale Ärzte, dann aber auch an Gynäkologen, weil die wissen ja gar nichts, was seltene Krankheiten sind, leider. Dann aber auch natürlich Gesundheitsdirektionen, aber auch Versicherungen und auch, was jetzt immer mehr kommt, Pharmafirmen, weil es hat immer mehr Pharmafirmen, die sich wirklich einsetzen für seltene Krankheiten. Und das wird, wie gesagt, am 1. August etwa rauskommen. Wir machen das zusammen auch mit Christine und das ist natürlich super und ich denke, da werden wir einiges können bewegen. Also wir bleiben dran, wir werden uns wirklich Mühe geben, da etwas können zu bewegen. Aber eben umso wichtiger ist es, dass ihr euch äußert über die Sachen, damit wir das nachher können auch in die Öffentlichkeit tragen. Ja.
Ich tue noch schnell, bis ich bei Ihnen bin. Entschuldigung, ich musste ein Hustenzelt nehmen. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber ich huste so blöd die ganze Zeit. Etwas, was ich dann gerne nachher noch zum Schluss in die Diskussion reingeben würde, ist der Fakt von den anderen Kindern und den anderen Eltern. Einfach, dass wir das nicht vergessen. Möchte ich noch, was hätten Sie gerne noch dazu beitragen? Also ich möchte gerne stärken. Mein Sohn ist auch betroffen. Und, können Sie sich noch schnell vorstellen? Entschuldigung. Mein Name ist Katrin Lehnherr. Ich habe einen 7-jährigen Sohn. Er hat einen Immundefekt. Das ist nicht ersichtlich, man sieht es nicht von außen. Es war auch ein Spiessrutenlauf. Und ich möchte wirklich gerne stärken. Ich hatte sehr, sehr, sehr Glück gehabt mit dem Kinderarzt, mit dem Infektiologen. Und er ist jetzt zum Beispiel bei uns im Fall in die Schule gekommen, an einem Elternabend, und hat aufgeklärt, hat Fragen können klären. Und das war für mich eine riesige Hilfe gewesen, eine riesige Unterstützung. Und rein von dem her, wirklich Fragen, Hilfe holen, anstehen. Weil mir ist es ganz, ganz wichtig gewesen, die Transparenz zu geben. Weil ich habe relativ viele Vogelzeichen und Zeug und Sachen bekommen, weil ich meinem Sohn halt Masken angelegt habe, halt die Hände desinfiziert habe. Und ich wollte dann wie auch rumgehen, um zu sagen, hey, fragt, redet mit mir, ich möchte die Hemmschwelle absetzen und er soll so normal wie möglich aufwachsen können. Und wir haben jetzt die Lösung von einer Privatschule, weil er nicht in einem riesen Klassenverband von 24, 25 Leuten gehen kann. Und dort hat es zum Beispiel auch jemand mit Asperger, der es sehr gut können begleiten im kleinen Verband, sehr spezialisiert. Vielleicht wirklich auch mit den Schulbehörden nochmal gut reden. Es braucht unheimlich Energie. Uns hat zum Beispiel Pro im Firmis enorm können helfen. Wirklich Organisationen ansprechen, holen. Weil die sind schon da, aber viele sind halt einfach auch hilflos. Also vielleicht wirklich mit dem Kinderarzt oder so. Ich möchte nur ganz kurz sagen. Danke vielmals für den Input. Sie haben gesagt, wegen den Lehrern möchte ich noch schnell sagen, die nicht informiert sind. Das kann ich unterstützen. Es fehlt wirklich ganz, ganz viel Wissen bei den Lehrpersonen. Selbst über ADHS zum Beispiel, also auch ganz simple Sachen, die jetzt wirklich nicht selten sind, auch dort kämpft man noch, selbst wenn das Kind Diagnose hat, wird das teilweise noch von Lehrpersonen in Frage gestellt. Weil Lehrpersonen haben manchmal die Tendenz, das kommt doch von der Erziehung, das ist einfach, kennen wir, oder? Darum habe ich unter anderem so für die Diagnose gekämpft, dass man endlich kann sagen, es ist wegen dem und nicht. Und es ist ein grosser Bedarf an Aufklärung bei Lehrpersonen und Weiterbildungen, definitiv. Wir haben einen Immunspezialist, wir haben einen Urolog, wir haben alle. Und es ist einfach nie kompatibel und darum fehlt eine Diagnose. Und das macht das Ganze auch so schlimm. Das ist das Schlimmste. Keine Diagnose ist etwas vom Schlimmsten, was einem kann passieren kann. Keine Diagnose. Man will einen Namen, man braucht eine Diagnose. Verstehe ich. Das war auch das Thema im letzten Schulgespräch, wo auch die Schulpsychologin einfach sagen, wir brauchen jetzt eine Diagnose. Ja, es ist wirklich absurd, wenn man sich das vorstellt. Also ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben bis hin, keine Diagnose. Und im Rundentisch sagen wir brauchen jetzt eine Diagnose. Da sagen Sie, ja, finden wir auch, oder? Und zwar schon länger, genau. Verstehe das. Wir müssen in die Schlussrunde. Sie leiden jetzt gerade ein bisschen, gell? Sie haben etwas anderes wollen sagen. Sagen Sie es noch. Und dann gehen wir in die Schlussrunde. Ja, wirklich noch etwas Wichtiges. Also wenn man so sagt, ja, die Lehrpersonen fehlt zu wissen. Ja, es ist so. Also Sie haben eine schulische Heilpädagogin, die bei Ihnen 3, 4, 5 Stunden im Klassenzimmer ist. Und Sie haben eine Primarlehrerin. Eine Primarlehrerin lehrt in der Ausbildung oder studiert nichts eigentlich über Heilpädagogik, über Umgang mit Kind mit Behinderung oder über Verhaltensoriginelle. Die lässt man auch aus, weil die sind schwierig. Also wenn ich sagen, das meine ich, manchmal werde ich mit einem Anspruch konfrontiert, dem kann ich gar nicht genügen. Da langt im Fall an mein Herzblut nicht mehr. Also das darf man einfach nicht vergessen. Wir haben ein System, das für das nicht gemacht ist, dass die Kinder in die Schule kommen. Das ist ja genau das, was ich immer sage. Und dann kommt 3 Stunden Heilpädagogik. Ich kann 3 Stunden in ein Klassenzimmer mit einem riesigen Wissen über alles, was es gibt. Ja, wie soll ich denn das transferieren, dieser Lehrperson, mit 3 Lektionen in der Woche? Das ist einfach nicht möglich. Darum, Sie müssen reden, eine Diagnose ist total gut, wenn man die hat. Natürlich, die braucht es. Aber mit der Diagnose ist noch nichts passiert. Da haben sie noch nichts integriert und nichts umgesetzt. Und also, noch schnell eine Schlussfrage. Jetzt haben wir geredet von der Politik, wir haben geredet von den Schulleitern, von den Lehrern,
vom System. Was ist eigentlich mit den Eltern von den anderen Kind? Und zwar reden wir jetzt mal nicht Kindergartenstufe. Reden wir jetzt mal noch nicht Primarschule. Reden wir dann, wenn alle anfangen zu hyperventilieren, weil es um den Übertritt geht in andere Klassen. Wo bleibt denn dort die Solidarität? Was machen Sie? Sie haben jetzt alles kleinere Kinder natürlich, aber Sie tauschen sich ja aus und Sie sind ja Schulleiterin. Ja. Wie schätzen Sie das ein? Also ich habe es erlebt an der Schule, die ich früher geschafft habe. Wir hatten Mittelstufenkinder und wir haben ja integriert. Und das war immer gut und recht gewesen, aber wenn es dann langsam, eben, wie Sie gesagt haben, auf die Oberstufe zugeht, hat es schon Eltern, die nervös werden, die finden, ja, hat jetzt die Lehrerin noch genug Zeit für mein Kind. Es ist immer sehr subtil, ja, man findet es wunderbar, aber es wird dann, also das Verständnis lässt dann nach. Das eigene gesunde Kind muss ja gefördert werden. Oder? Also es ist dann die Angst da, dass die Integration auf Kosten von den anderen Kindern geht. Es ist immer die eigene Brut, die einem am nächsten ist natürlich. Das ist sicher völlig klar. Und ich habe auch ein Erlebnis gehabt, mit meinem Sohn ist es am Kind, oder, wo auf der Schulreise ist am Schluss nur er eine Klasse bekommen und alle anderen nicht, weil man hat es versprochen, es gibt eine Klasse. Der hat es aber nur noch 3 Stück gehabt, Kiosk, und er hat keine Bank mehr gemacht. Und die einzige Lösung war, ihm ein Glas zu kaufen. Und dann haben die Eltern darüber geredet, warum hat jetzt nur der Saugofen Glas bekommen, oder? Ja, schwierig, oder? Von außen ist es schwierig. Diagnose haben wir gehabt, wir haben sie schon gehabt. Aber da kommt ja einmal doch... Ja, meine will einmal auch eins und kommt ja auch keins über. Oder? Da den Kass zu machen. Es ist wirklich erstaunlich. Und ich denke mir natürlich jetzt gerade auch noch bei einem Kind mit diesem Syndrom, sitzt im Restaurant, dann fängt das an, auszuticken auf die Tische. Aber Sie haben ja nicht da einen Zettel, oder? Ja. Achtung, mein Kind hat im Fall Asperger-Syndrom. Also wirklich sehr schwierig. Was ist denn so Ihre, wenn man noch jetzt einfach am Schluss so ein den Wunsch als System, aber auch an die Eltern, an die anderen Kinder, was sind Ihre Wünsche? Oder? Also im Zentrum muss einfach immer das Kind und das Wohlbefinden vom Kind bleiben. Und wenn man halt einen Entscheid muss, fällt, dass es nicht geht in der Regelklasse, dann muss man den halt fällen, wenn es vielleicht auch weh macht. Weil man möchte ja vielleicht gleich so normal wie möglich alles haben. Und eine Zusammenarbeit, das geht nicht ohne Zusammenarbeit, ohne Gespräche. Auch die Eltern müssen auch wirklich entgegenkommen. Das haben sie wirklich immer wieder schön gesagt. Wenn man kann. Ich darf zum Beispiel schwimmen mithelfen, weil es keine Assistenz hat. Und es ist kein Problem, dass ich mitgehe. Also das ist jetzt wieder ein positives Beispiel, das ich zum Glück viel berichten kann. Zusammen schaffen, das Wohl vom Kind im Fokus. Und eben auch das als positiv gesehen für andere Kinder, dass man das nicht vergisst, dass die auch etwas aus dem lernen können und nicht nur darunter leiden mit zu wenig Hilfe, zu wenig Assistenz oder zu wenig... Die Flexibilität, ja. Gerade für Ihre Schule, weil Ihr Sohn ist noch in einer Studie, ist viel in England. Alle zwei Wochen sind Sie in England. Also auch diese Flexibilität, dass man einfach sagt, es muss eigentlich für euch stimmen und wir versuchen das Beste und man nimmt sie, man integriert also auch sie als Mutter. Ja, ich glaube, was halt bei uns schon ganz speziell ist, weil wir wissen, dass der Mail mit grosser Wahrscheinlichkeit, wenn es keinen Durchbruch in der Forschung gibt, alles wird verlieren und sterben. Die Schule ist wichtig, aber nur eigentlich für mich vor allem, weil es ihm dort gut geht. Es ist schon gut und schön, wenn er lernt, aber wenn er es nicht macht, er soll ihm einfach wohl sein. Und ich glaube, diesen Grundgedanken müssen alle teilen, dass man ihn auch nicht überfordert, dass man auch kann sagen, gut, gibt es halt keine Noten mehr, dann müssen wir halt Lernziel anpassen. Weil man einfach gerade in einem Kind, das eine tödliche Krankheit hat, ganz einen anderen Fokus hat. Dass der Spruch, man lernt fürs Leben in der Schule, stimmt bei uns nicht. Sondern bei uns ist es so, dass unser Kind in die Schule darf, er darf lernen, vor allem, weil er so einen grossen Teil noch hat von einem normalen Leben. Er ist glücklich dort und das ist das A und das O für uns. Und das müssen alle teilen und das passiert zum grossen Glück in unserem Fall. Dass sie bei allen Gesprächen, die wir haben, ist nicht der Fokus, er muss jetzt das einmal eins können, er muss und, sondern er darf lernen und wenn er es macht, ist es umso schöner. Frau Kohn, Ihr Fazit oder Ihre Wünsche? Also Wunsch einmal, ich verstehe es einfach nicht, wie eine Schule sich integrativ nennen kann. Es gibt aber keine Weiterbildungen für die Lehrer. Also unsere Kindergärtnerin hat noch nie ein behindertes Kind in ihrer Klasse gehabt und verstehe nicht, warum es da keine Weiterbildungen dann gibt. Und als Fazit hat meine Freundin gestern einen ganz tollen Satz zu mir gesagt. Sie hat gesagt, Nicole, du musst bedenken, dass Samuel ist da, wo er jetzt ist, integriert.
Und ja, den Satz finde ich schön, zum auf den Weg mitnehmen. Schön. Mhm. Auch von Ihnen noch Schlusswort, Frau Albis? Ja, es ist eigentlich schon alles gesagt worden. Ich denke auch, Integration dort ermöglichen, wo es machbar ist und alles dafür tun, dass es klappt, aber auch die Grenzen halt sich als Eltern eingestehen, beziehungsweise auch als Schule mit den Eltern ins Gespräch kommen und die optimale Lösung finden, wenn es um die Schule geht. Und für die Schule wünsche ich mir halt auch einerseits, dass man mehr Weiterbildungsmöglichkeiten für die Lehrer hat, dass wirklich nicht nur der Entscheid ist, es wird integriert, sondern dass auch daran geschafft wird, dass man das zum Funktionieren bringt. Und halt auf politischer Ebene die Ressourcen, da gibt es noch viele Wünsche. Mhm. Das wird jetzt zu. Frau Heidelberger, Frage noch Sie. Wer nicht integriert ist, ist der ausgrenzt? Also in der Schule jetzt? Kommt ja, wir bleiben jetzt mal in der Schule. Also das ganz grosse Fass mache ich nicht auf, da zum Schluss. Nein, ich finde das jetzt auch, wie das schön rausgekommen ist, auch von diesen Müttern wirklich so, das meine ich immer, es gibt individuelle Lösungen und vielleicht ist die Integration nicht die beste Lösung, dann gibt es eine andere Lösung. Man muss immer wieder schauen, wie es dem Kind geht, man muss schauen, in welchem Alter das ist, in welcher Stufe das ist. Das meine ich im Dialog. Und das wäre einfach auch, das ist so ein bisschen Schlusswort im Sinn von, als Eltern muss man einfach schauen, dass man einfach alle Kraft auf dieser Welt irgendwie zusammennehmen kann und einfach den Weg gehen und auch gegen die Widerstände kämpfen. Und halt diesen Leuten immer wieder, man muss halt immer wieder das Gleiche sagen, immer wieder. Ich kann wahrscheinlich tausendmal die gleiche Geschichte erzählen. Irgendwann bewegt sich etwas. Und auf der anderen Seite sehe ich schon auch jetzt gerade auf nationaler Ebene jetzt wieder politisch geredet. Also aber Frau Ferri, die sich für diese sozialen Themen wirklich so fest einsetzt, immer wieder, auch für Mütter, auch für Frauen, ist ganz viel, es ist ja auch ein Frauenthema, schlussendlich immer noch sind meistens Mütter daheim mit diesen Kindern allein gelassen. Einfach all die Sachen, wir als Eltern, wir versuchen Rahmenbedingungen anzubringen, wir schreien nach Geld, wir schreien ja danach als Lehrerverband, bitte geben uns die Ressourcen, die wir brauchen, damit wir das Beste machen können. Und es braucht Fördervereine, es braucht Stiftung und so. Also irgendwo finde ich schon, ich bin ein positiver Mensch, aber ich finde, es läuft so viel. Es läuft eine Diskussion, es ist viel besser als vor 10 Jahren. Aber wenn man gerade selber drinsteckt, langt das nicht. Mhm. Das ist so. Dankeschön. Und Sie haben ein Schlusswort. Die Politik war jetzt auch noch gerade angesprochen gewesen. Ja, genau. Ich würde gerne als Schlusswort etwas aus dem Gesundheitsbereich sagen, auf nationaler Ebene. Weil, wie es der Zufall will, haben wir die Kommissionssitzung gehabt und es ist uns vorgestellt worden gestern, wo steht das Projekt seltene Krankheiten. Und ich habe es hochinteressant gefunden, dass wir aus dem BAG die neuesten Informationen bekommen haben. Und ich finde, das BAG, auch wenn es heute auch bereits schon angeschossen worden ist, ist auf einem recht guten Weg. Also es ist nicht alles nur schlecht, was das BAG macht, aber Politik geht halt langsam vorwärts. Das ist eine Tatsache, die man auch in anderen Politbereichen einfach merkt. Aber das BAG hat erkannt, dass etwas passieren muss. Und es wird einiges aufgeleistet, jetzt auch noch in diesem Jahr. Beispielsweise, wo der Herr Garrel erwähnt hat, die Referenzzentren, dass jeder Kanton ein Referenzzentrum wird geben, wo sie sich als Eltern anwenden können, dass sie relativ einfach an Informationen kommen. Oder das Projekt, dass man eine internationale Austauschplattform hat, weil ja das ein internationales Thema ist, ein weltweites Thema, damit man weiss, wo gibt es allenfalls andere mit dem Krankheitsbild und was sind dort vielleicht die Best Practice oder Diagnosen und so weiter und so fort. Und dann möchte ich einfach so wirklich als Abschluss etwas erzählen, was mich sehr betroffen gemacht hat gestern. Es ist uns erzählt worden von einem Medikament, oder wir haben besser nachgefragt, das Medikament, das im EU-Raum zugelassen worden ist, wo in der Schweiz nicht erhältlich ist. Und dann hat uns BAG erklärt, dass sie in Verhandlungen stehen mit dieser Firma, mit dieser Pharmabranche. Und darum finde ich vorsichtig mit der Pharmaindustrie. Also da habe ich einfach manchmal meine grossen Fragezeichen. Und sie finden sich im Preis nicht. Also die wollen einen horrenden Preis verlangen, wo das Medikament in der Schweiz soll kosten, ein Vielfaches mehr, weder im EU-Bereich. Und das finde ich einfach traurig, dass man auch bei diesen Medikamenten, wo halt wenige darauf angewiesen sind, aber es ist so vehement wichtig, dass man sich dort nicht findet. Und es ist einfach auch verrückt, dass man die Schweiz probiert, dort irgendwie auszupressen. Das finde ich einfach nicht richtig. Danke vielmals für das Votum. Mir ist jetzt gerade noch so ein chinesisches Sprichwort in den Sinn gekommen, also wirklich, ich tue jetzt also sehr locker da zitieren. Das heisst, wenn man nicht will, findet man Argumente. Und wenn man will, findet man einen Weg. Danke vielmals, einen herzlichen Applaus für Sie, meine Damen.